Oh, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Auf diesem Kanal geht es regelmäßig um Psychologie. Deswegen solltest du, wenn du dafür großes Interesse hast, den Kanal einfach mal abonnieren. Heute geht es darum, dass wir ständig dieses Gefühl haben, nur noch zu funktionieren. Das heißt, es fängt in der Früh schon an. Wir stehen in der Früh auf und der Wecker schellt und denkst, ja, der erste Gedanke, der nach oben kommt, kenne ich von mir persönlich übrigens auch sehr, sehr gut. Jetzt muss ich schon wieder aufstehen. Ich muss zur Arbeit. Und am Sonntag denkst du dir vielleicht auch, wenn du aufstehst, oh mein Gott, heute ist Sonntag. Und im Sommer, da denkst du dir, oh mein Gott, ist es heiß. Und im Winter denkst du dir, oh, es ist so kalt. Und dann kommen diese anderen Gedanken immer noch dazu. Ich muss heute zur Arbeit. Ich muss abnehmen, ich muss eine Diät machen, ich müsste vielleicht zunehmen für die Männer, ich will mehr Muskeln haben, weil ich auf Instagram gesehen habe, die haben dies und die haben das. Ständig haben wir dieses Gefühl, ich muss dies und jenes tun. Ja, das geht sogar noch weiter. Es geht sogar so weit, dass wir sagen, ich muss jetzt zur Tankstelle gehen und muss unbedingt tanken. Ich habe gar keine Lust, jetzt auszusteigen. Am liebsten würde ich sitzen bleiben. Oder es geht so weit, dass wir sagen, ich müsste mir mal wieder neue Klamotten kaufen. Oder ich müsste jenes tun, ich muss das tun, ich muss das tun. Merkst du eigentlich was? Wo genießen wir eigentlich noch? Bei vielen, vielen Männern ist es sogar so traurig, aber ich habe es auch schon bei Frauen in meinen Coachings erlebt, dass sie sagen, ich müsste mal wieder Sex haben. Oder ich müsste den besseren Sex haben. Oder ich müsste das essen, ich müsste dies essen und es muss alles besser werden. Ich muss schlafen. Und diese Liste könnte ich jetzt wirklich endlos weiterziehen. Weiter und weiter und weiter. Aber du hast vielleicht schon gemerkt, was hinter diesen ganzen Sätzen dahinter steckt. Nämlich ein Wort. Ein Wort. Und dieses Wort heißt muss. Ich muss. Und wenn du jetzt einmal ganz kurz nur für eine Sekunde deine Augen schließt, schließ sie mal bitte, ja, mach's jetzt, schließ sie mal, schließ sie doch mal und sag dir, ich muss. Was fühlst du denn eigentlich dabei? Druck, Druck, Stress, ich muss. Macht muss eigentlich Spaß? Jetzt sagen die allermeisten immer zu mir, ja, Juan, du redest dich leicht. Man muss ja auch. Ich muss ja zur Arbeit gehen. Ich muss ja das tun. Ich muss ja jenes tun, weil sonst habe ich ja kein Geld. Sonst habe ich ja dies nicht. Dann kann ich meine Hypothek nicht bezahlen. Dann kann ich meine Miete nicht bezahlen, etc. etc. Ja, das ist schon alles richtig und ist schon richtig schön und gut. Aber musst du deshalb wirklich zur Arbeit gehen? Na, jetzt noch mal ganz ehrlich. Jetzt noch mal, komm immer in dich hinein. Musst du zur Arbeit gehen, damit du deine Miete bezahlst? Ja, Juan, du redest dich ja leicht. Dann muss ich ja Hartz IV beantragen. Schon wieder muss. Musst du Hartz IV beantragen? Ja klar, weil sonst lande ich hier auf der Straße. Ah, dann landest du auf der Straße. Du landest dann auf der Straße, weil du kein Hartz IV beantragst, weil du nicht arbeitest. Aber das ist doch eine Entscheidung, oder nicht? Das ist eine Entscheidung. Und darauf möchte ich jetzt zurück. Darauf möchte ich zurück. Verbanne dieses Wort muss aus deinen Alltag. Verbanne es. Vergisse dieses Wort muss. Ich persönlich verwende es so gut wie gar nicht mehr. Und wenn ich es verwende, dann sind es nur diese alten Programmierungen von früher, die ich noch in mir drinnen habe, wo ich auch immer früher gesagt habe, ich muss, ich muss. Aber im Endeffekt müssen wir gar nichts. Ich muss trainieren gehen, ich muss Bodybuilding machen. Warum muss ich das tun? Um anderen zu gefallen oder was? Nee, muss ich nicht. Ich muss gar nichts. Es ist eine Entscheidung. Und jetzt kommt das Beste. Wenn du morgen früh aufstehst, dann möchte ich von dir eine Sache. Und diese Hausaufgabe gebe ich dir jetzt und hier. Bitte, ich bitte dich darum, wenn du morgen früh aufstehst, der erste Gedanke, wenn deine Augenlider das Licht der Welt sehen, sagst du zu dir, ich darf aufstehen. Denn letztendlich ist es so. Du darfst aufstehen. Danke, dass ich aufstehen darf. Manch andere Menschen dürfen es nicht oder können es nicht. Und du darfst aufstehen. Du darfst aufstehen. Dieses eine Wort, du denkst dir, was will jetzt Juan mit diesem Wort? Dieses Wort hat eine Kraft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dieses Wort muss. Und jetzt schließ noch mal die Augen und sag zu dir, ich darf aufstehen. Was fühlst du jetzt hier? Hier. Ich darf aufstehen. Ich darf aufstehen. Ich darf zur Arbeit gehen. Wenn sie dir nicht gefällt,
finde eine Lösung. Für alle Entscheidungen, die wir im Leben treffen, gibt es für jede Entscheidung immer eine Konsequenz daraus. Wenn ich nicht zur Arbeit gehe, ist die Konsequenz daraus, dass ich meinen Job verlieren könnte und kann dann die Miete nicht bezahlen. Das ist aber kein Muss, das ist eine Konsequenz. Wenn ich nicht essen tue, dann kann es passieren, dass ich verhungere. Wenn ich nicht trinken tue, dann kann es sein, dass ich verdurste. Das alles ist aber eine freiwillige Entscheidung, die wir dadurch treffen. Alles ist eine freiwillige Entscheidung. Und jetzt fragst du dich dann, Juan, was muss ich denn eigentlich im Leben wirklich? Es gibt nur eine einzige Sache, die du wirklich musst. Und bevor ich sie dir sage, erinnere dich daran, dass du von so und so vielen Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, das Licht der Welt erblickt hast. Und ab diesem Tag an, wo du geboren worden bist, hatte alles für dich selber, alles, was du um dich herum siehst, war für dich ein und ist es für heute immer noch ein Geschenk aus Entscheidungen. Aus Entscheidungen, die du für dich und dein Leben treffen darfst. Also hör auf, dieses Wort muss in deinen Alltag zu integrieren. Denn dieses kleine Wörtchen muss macht dich krank. Es wird dich krank nach der Zeit machen, wenn du es nicht verbannst. So wie es hier zum Beispiel üblich ist, wenn jemand fragt, wie geht's dir? Ach, es muss, es geht schon. Ist das nicht furchtbar? Hören wir doch auf damit. Lass dieses Wort sein. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Es gibt nur eine Sache, die du in diesem Leben musst. Nämlich sterben.